in dieser Beleuchtungseinrichtung hat sich Wasser gesammelt. Dieses Wassersammeln bedingt, dass irgendwann ein Kurzschluss passiert. Und dann können Sie Ihrer Chefin schon mitteilen, dass wegen der nicht eingelegten Fahrerkarten eine Anzeige auf Sie zukommt und eventuell auch eine Betriebsprüfung ins Haus steht. Ein übermüdeter und Lkw-Fahrer, der sich nicht mehr vernünftig konzentrieren kann, ist schon sowas wie eine tickende Zeitbombe. Wir müssen unsere Termine auch einhalten. Haben Sie Anti-Rutschmatten drunter? Nein, ich wollte keine drunter machen. Mit Anti-Rutschmatten wäre es natürlich besser. Guten Morgen, Stürmer Polizei Korbach. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugscheine. Ja. Führerschein. Was hatten Sie da? Versicherung und? Nein, nur diesen. Mhm. Haben Sie nur den einen? Ja. Ja. Wir haben einen Bulli, haben wir noch, so einen kleinen. Ja. Ja, 28 müssten Sie dabei haben. Beziehungsweise die Arbeitsnachweise, falls Sie nicht gefahren sind. Kein Moment, ne? Ja. Den Lenkzeiten? Ja, mit den Ruhezeiten, die, sag mal, die Firmen, wann die Annahmezeiten sind, das immer zu verbinden. Ne? Wenn man jetzt kurz vor so einer Firma ist und man muss dann eine Dreiviertelstunde Pause machen und kommt man da wieder in die Mittagspause oder da ist dann Feierabend oder sowas. Ne? Dann das müsste meiner Meinung nach vielleicht so ein bisschen flexibler gestaltet werden. Dann haben wir auch mal eine Viertelstunde drüber, dafür hat man eine Viertelstunde länger Pause machen kann oder muss machen dann. Ne? Das wäre so, was ein bisschen besser wäre. Mann. 19.10. Habt ihr denn hier jetzt 16.10? Kurz rüber schauen zu den nach hinten. Ja genau, die Kollegen gucken gerade sich gerade die Reifen an. Ach so, ich habe keine Idee. Du meinst hier, dass der hier höher ist? Ja, genau. So, immer nicht von heute. Mhm. Stempel habe ich drauf gemacht in der Uhrzeit. Ja. Die sind auch so weit in Ordnung. Mhm. Aber die müssen sie eigentlich gar nicht mehr mitführen hier. Ne? Die letzten 28 Tage, hier haben sie noch vom 16.10. und älter. Ja, ich habe sie ja gesehen, ich habe die alle bei. Weil sie sagen, ja, müssen sie normalerweise immer nach 28 Tagen nur die mitführen und die im Betrieb auch bewahren. Ja, mache ich. Ich nehme die ab und zu mal raus, aber jetzt sind sie jetzt lange drin gewesen. Ja, haben hier noch welche drin vom 27.09. Also die bitte mal rausmachen und nur die letzten 28 Tage mitführen. Ja, die da gleich drin und nehmen die da raus. Okay, alles klar. Das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln hatte, war, dass er im Prinzip zu viel Tachoscheiben dabei hatte. Er hatte noch ältere dabei, die er eigentlich schon im Betrieb hätte ablegen müssen und da sichern müssen. Wenn ich das zur Anzeige bringen würde, würde das eine Strafe kosten, weil er muss mir nur diese 28 Tage nachweisen und die Scheiben, die älter sind, müssen im Betrieb sichergestellt werden. Also die müssen im Betrieb aufbewahrt werden. Das hat er nicht gemacht. Auch das ist Bußgeld bewährt, aber ich bringe das jetzt nicht zur Anzeige, weil ich davon ausgehe, dass er es wirklich nicht besser gewusst hat. Und weil es für mich kein so schwerwiegender Verstoß ist. Ich habe TÜV angerufen, alles kein Problem. Mhm. Passt schon. Gute Fahrt. Danke. Jo. Tschüss.
So, Papier. Den Verbandskasten, bitte. Okay, danke. Den Fahrplan hätte ich gerne noch. Was noch? Den Fahrplan. Nothammer, sowas haben wir alles nach? Ja, habe ich kontrolliert. Haben Sie kontrolliert, das ist gut. Den habe ich jetzt keinen rausgemacht. Jetzt manuell bitte. Ja. Was? Die Rückleuchten sind Zeug, da steht sogar drin. Nee, das ist eine Mängelkarte. Halber. Ja. Kommen Sie mal mit. Ja, da steht Wasser drin. Müssten Sie mal auf die Reihe bringen. Sonst haben sie einen Kurzschluss. Werkstatt. Gell? Sonst haben sie einen Kurzschluss und das muss nicht sein. Können Sie mir das schriftlich geben, sonst wenn ich sage, dass Sie... Sie kriegen eine sogenannte Mängelanzeige von mir. Mhm. Diese Mängelanzeige, da haben Sie eine Frist von 3 Tagen, das reparieren zu lassen. Das geben Sie Ihrer Werkstatt ab, stempeln das ab und schicken es uns zu. Ja, okay. Okay? In dieser Beleuchtungseinrichtung hat sich Wasser gesammelt. Dieses Wassersammeln bedingt, dass irgendwann ein Kurzschluss passiert. Wenn der Kurzschluss passiert, ist es fertig. Funktioniert weder die Rückleuchte noch das Rückfahrlicht noch der Blinker. Und das wird jetzt durch eine Mängelanzeige, die ihr kriegt, abgestellt. Man hat eine Frist von 3 Tagen. Das ist nicht so ein gravierender Mangel. Wir haben das jetzt nur festgestellt und wird das repariert, wenn es ist erledigt. Was für Mängel? Im Bereich, wir hatten in der letzten Zeit sehr viele Mängel an Bussen. Und deswegen haben wir auch unsere Kontrollen auf diese Art und Weise durchgeführt. Fahrgäste. Wie gesagt, wenn so thermische Belastungen sind, das ist schon ein Risiko. Deswegen habe ich auch eben überprüft, ob der Nothammer da ist, ob die Nothammer da sind und ob die Tür, die Nottür auch funktioniert. Gut, danke. Das ist auch ganz ungewöhnlich. Ja, zum Beispiel jetzt habe ich Anschluss nach Bad Wildungen, habe ich Leute, sollten in Frankenau umsteigen. Jetzt ist der Bus weg, müssen sie jetzt eine Stunde oder eineinhalb, 2 Stunden warten. So was, Chef, oder wer macht das? Wir kontrollieren schon, aber wir haben große Probleme. Zum Beispiel, wir haben wechselnde Busse, ne? Nicht jeden Tag dasselbe. Zum Beispiel fahre ich heute den, morgen fahre ich andere, übermorgen dritte und das ist jedes Mal andere Bus. Deswegen kannst du nicht jedes Mal genau nachgucken oder das. Oder wenn ich fange an um 4.30 Uhr Schicht, ne? Dann kann ich auch nicht jede Reifen sehen, was ist da und so weiter. Ne? Und dann am Tag guckst du. Das ist, haben wir auch Probleme. Dankeschön. Victor mit K oder mit C? Mit K. Ja. So, das ist die Mängelkarte. Da steht dort Feuchtigkeit in der Flussleuchte. Flussleuchte rechts. Wenn das in Ordnung ist, bei der Polizei vorführen oder der TÜV. Okay. Beide Stellen können das abstempeln und dann geht die Karte wieder zurück zu uns. Okay. Ja? Okay, alles Zeit klar. Haben Sie dafür bis nächste Woche Dienstag. Mhm. Das ist wieder in Ordnung. Okay. Ja? Ja. Einen schönen Tag. Ja, noch. Danke auch. Auf Wiedersehen. Bitte. So, ich schaffe die Umsteigezeit noch. Nee. Ich hab den Fahrplan geguckt, müsste gehen.